In gut 4 Monaten stimmen die Briten über einen Verbleib in der EU ab. Vor wenigen Minuten haben wir bereits über mögliche Auswirkungen für die Aktienmärkte gesprochen. Jetzt wollen wir mögliche Auswirkungen für den Rentenmarkt näher beleuchten. Und das Ganze wollen wir tun mit Dietmar Zandtke von Zandtke Asset Management hier aus Stuttgart. Herr Zandtke, wenn wir uns zuerst die britische Leitwährung anschauen. Das britische Pfund befindet sich bereits seit Tagen, seit Wochen massiv unter Abgabedruck. Dieser Effekt würde sich im Zuge eines Brexits weiter verstärken, oder? Das kann durchaus sein. Die Briten haben sehr intensive Handelsbeziehungen innerhalb der EU. Also nur ein Beispiel, 43% der Exporte aus Großbritannien gehen die in die EU. Und die Briten importieren etwa 53% ihrer Importe aus der EU. Und mit dem Austritt würden natürlich viele Handelsprivilegien wegfallen. Wie die Zahlen auch schon zeigen, haben die Briten ein chronisches Leistungsbilanzdefizit. Und das wird eben finanziert auch durch Direktinvestitionen, die in den letzten Jahren doch auch sehr deutlich sprudelten. Aber die könnten sich auch durch einen EU-Austritt deutlich reduzieren. Und das würde natürlich heißen, die Handelsbilanz würde eventuell weiter ins Minus rutschen. Es wird nicht mehr gegenfinanziert durch die Direktinvestitionen. Und das würde sicherlich auch das Pfund weiter unter Druck bringen. Nur mit dem EU-Austritt ist noch nicht alles zu Ende. Die EU hatte auch durchaus Handelsabkommen, beispielsweise mit der Schweiz und auch mit Norwegen. Und das könnte man sich ja durchaus auch mit dann Großbritannien vorstellen, sodass alles vielleicht gar nicht so schlimm kommen würde. Was bedeutet das nun eben Gesagte für den britischen Rentenmarkt? Also das britische Pfund, wir dürfen ja nicht vergessen, Großbritannien ist nicht im Euroraum, hat da eben eine eigene Währung, darüber haben wir gerade gesprochen. Das britische Pfund war ja auch so ein bisschen der sichere Hafen während der Eurokrise. Die Eurokrise ist sicherlich nicht ausgestanden und das könnte sich vielleicht sogar mit dem Austritt aus der EU sogar noch ein bisschen mehr verstärken. Am Anfang aber natürlich wird es zu Verwerfungen kommen. Was wird dann die Bank of England machen? Sie wird, falls es eben zu wirtschaftlichen Einbrüchen kommen, sicherlich die Zinsen senken. Sie könnte auch noch mal ein neues QE-Programm auflegen. Und das würde sicherlich für weiter sinkende Zinsen, die jetzt auch in den letzten Monaten schon kräftig gesunken sind, sprechen. Und das könnte sogar den Rentenmarkt beflügeln. Aber fallende Zinsen würde auch wieder Druck auf das britische Pfund ausüben, sodass eben diese Gewinne, die man im Rentenmarkt macht, aus Euro-Sicht natürlich wieder konterkariert werden könnten. Schauen wir nach Kontinentaleuropa. Welche Folgen hätte hier ein möglicher Brexit für die Rentenmärkte? Also ich glaube, dass wir hier in der Eurozone sicherlich genug Probleme haben, die es noch zu bewältigen gibt. Die Europäische Zentralbank, Herr Draghi, will im März ja auch schon wieder neue Maßnahmen ergreifen, eben vor allen Dingen die deflatorische Entwicklung zu stoppen. Der Brexit, wenn nicht gerade alle aus den britischen Anleihen fliehen und in den Euroraum flüchten, wovon ich nicht ausgehe, wird wahrscheinlich auf den europäischen Staatsanleihen, also auf den Euro-Staatsanleihenmarkt, keine so großen Auswirkungen haben. Bleibt am Ende dann, wenn die Briten wegfallen, wieder der Bund-Future, also deutsche Bundesanleihen, als der sichere Hafen? Wird sich der Bund-Future, stieg zuletzt ohnehin bereits auf kaum für möglich gehaltene Niveaus, wird sich dieser Trend im Zuge dessen dann weiter verstärken? Also wir haben in den letzten Monaten damit gerechnet, dass die Zinsen wieder deutlich zurückkommen werden. Wir konnten uns auch immer negative Zinsen im 10-jährigen Bereich vorstellen. Da sind wir nicht mehr weit entfernt davon. Wir sind jetzt schon im 8- bis 9-jährigen Bereich bei Bundesanleihen im negativen Zinsbereich. Wenn wir jetzt weitere Maßnahmen von Draghi sehen werden, das heißt nochmal eine weitere Senkung des Einlagesatzes von minus 0,3 auf minus 0,4, wahrscheinlich eine Ausweitung des QE, also des Staatsanleihen-Ankaufsprogramms und vor allen Dingen eben die Weltwirtschaftssituation trübt sich ja zunehmend ein, dann können wir uns auch durchaus vorstellen, dass Bundesanleihen, auch 10-jährige Bundesanleihen, durchaus ins Minus rutschen. Das heißt also, der Bund-Future nochmal deutlich weiter nach oben geht. Eine Einschätzung von Dietmar Zandtke von Zandtke Asset Management hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.